Guten Morgen und herzlich willkommen für mein Giveaway anlässlich meiner 666 Abonnenten auf YouTube. Ich habe die Abonnenten schneller erreicht wie gedacht, schon vor 3 oder 4 Tagen. Im Moment bin ich bei 670 und heute kommt endlich die Verlosung. Zur Erinnerung nochmal, zu gewinnen gab es einmal diese wunderschönen gerösteten Heimchen mit, müsste ich nachlesen, 49% Eiweiß und 0% Zucker. Also super gesund und lecker. Und dazu einen Müsli-Riegel, würde ich sagen, mit, glaube ich, 10%, müsste ich mal nachschauen, ja, ich glaube, bei 10% Buffalo-Würmer. Das wäre der erste Preis. Und der zweite Preis ist nur so ein Riegel. Bevor wir mit der Verlosung anfangen, möchte ich nochmal sagen, dass die Preise von der Firma Snack & Sekt gesponsert wurden. Und genau aus diesem Grund blende ich jetzt hier nochmal Werbung ein. Gut, dann geht's los. Zuvor möchte ich euch noch meine reizende Assistentin vorstellen. Das ist Fräulein Made und die wird die Ziehung heute für uns vornehmen. Ich dachte mir, da es in der Verlosung ja um Insekten gibt, soll auch ein Insekt den Gewinner bestimmen. Ich lege Fräulein Made jetzt genau auf die Mitte hier und mache erstmal diese Kappe rüber. Jetzt lassen wir sie im Moment alleine. Maden versuchen sich immer in irgendeine Ecke zu verkriechen. Die wird jetzt hier in dieser Ecke im Kreis laufen. Weil ich möchte nicht wissen, wenn ich den Deckel hochhebe, wo da ihr Kopf zeigt. Sonst könnte man sagen, ich schummle. Dann wird die Made wie verrückt losrennen. Das machen die immer. Wie gesagt, die sind nicht gerne auf freie Fläche. Die wird sich irgendwie eine Ecke suchen und in irgendeine Richtung laufen. Nehmen wir an, sie läuft jetzt hier lang und hier über diese Ziellinie. Dann hat die Nummer 10 gewonnen. Ich habe nebenan noch eine Liste. Und wenn sie hier drüber ist, natürlich die 3. Und damit die Made nicht genau in der Mitte rüberläuft, ist der Weg nochmal mit einer Stecknadel versperrt. Also sie muss wirklich genau über eine Seite rübergehen. Und die Ziehung ist erst perfekt, wenn die Made zu 100% über diese innere Linie rüber ist. Hier nebenan liegt ja die Liste mit den Leuten, die teilnehmen wollten. 18 Stück waren es. Ich glaube, jetzt können wir langsam loslegen. Mögen die Spiele beginnen. Und schon ist auf dem Weg. Also die schießt ja wirklich los wie Teufel. Katsche befürchtet, ich muss Zeitraffer machen, aber oh, sie wechselt von der 4 zur 5. Jetzt wird es auch noch spannend. Wie gesagt, ich glaube, ich muss keinen Zeitraffer machen, so schnell wie sie ist. Es geht jetzt übrigens gerade um den ersten Preis. Und Fräulein Made versucht genau auf der Linie lang zu laufen. Sie geht sozusagen auf den Strich. Aber hier kommt ja die Nadel, versperrt ihr den Weg. Ich dachte eben, sie geht zur 5, aber sie zieht doch rüber zur 4, ja. Aber noch kann sie umdrehen. Sie muss ja zu 100% rüber sein. Jo, der erste Platz geht hier in die Nummer 4. Schwenken wir gleich mal rüber. Nummer 4 ist der Tobias Brandl. Auf geht's zur zweiten Ziehung. Made wurde natürlich nicht von der Firma Snack & Sekt gesponsert. Die wird auch nicht aufgegessen, die wird begnadigt. Die darf sich im Keller verpuppen und eine wunderschöne Fliege werden. Die ist vom Angelladen meines Vertrauens. Und es geht um den zweiten Platz, einen Riegel. Ah, sie hat sich gut gedreht und stürmt zur Nummer, ich hoffe Nummer 14, aber wieder auf den Strich. Irgendwie mag sie das Dunkle. Sie wirkt schon ein bisschen erschöpft von der ersten Runde. Ich hätte vielleicht doch eine neue nehmen sollen. Aber sie wird es noch schaffen. Ah, und zieht rüber zur 14. Das wird eine ganz klare 14. Ja, da ändert sich nichts mehr. Oder? Ja, die Linie ist erreicht. Jetzt noch den Hintern rüber. Und die Nummer 14 hat den zweiten Platz. Schauen wir nochmal auf der Liste. Die Nummer 14 ist ein UFO, der Tino. So, dann möchte ich nochmal erwähnen, dass das Gewinnspiel von mir ausgeht. Also YouTube hat damit rein gar nichts zu tun. Das sollte man eigentlich immer erwähnen. Und herzlichen Glückwunsch erstmal an die Gewinner. Und ihr schreibt mir einfach eine E-Mail mit eurer Adresse und so wie ich die habe, geht der Preis raus. Oder besser auch die Preise. Dann schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der 1000er Verlosung. Und natürlich vorher bei meinen Videos. Nicht vergessen das Abo. Tschüssi!